Coming up. Wassersport. Velotouren. Und wieder einmal Hafenrundfahrt. Genau das haben wir gemacht. Was machst du, Mrs. Cat Wiesel? Die morgendlichen Sportübungen. So ein bisschen fit bleiben. Das ist super. Dann sagt man Beagle sicher Wäsche zusammenlegen. Was meint der Beagle dazu? Alle machen heute Morgen ihre Morgengymnastik. Bettina für Russen. Sally ist hier in der Box drin. Und ich lese. Ich bin heute wieder mit dem Velo unterwegs. Diesmal etwas weiter. Von Jabel, wo wir hier auf dem Campingplatz sind, geht es in den Ort Waren. Es sind etwa 50 km zum Fahren. Und ja, natürlich wieder allein, weil der Kelusch noch nicht so lang allein sein kann oder auch nicht mitkommen mit dem Velo. Ja, mal schauen, was euch da erwartet. Der erste Teil geht noch mal gemütlich durch den Wald und nachher nicht zum Ort Jabel führen. Ausblick auf den Jabelschen See hat man hier.
Einen Kaffee und etwas Süßes. Und die Sonne scheint auch wieder. Es ist echt schön hier in Waren. Der Veloweg geht hier wunderschön durch den Wald. Super angenehm. Wenn es recht heiß ist und man so einen Schatten hat beim Fahren, man darf einfach nicht anhalten, weil sonst wird man gerade von der Mucke gefressen. Wenn ich immer beim Velofahren habe ich ständig das Gefühl, ich habe Gegenwind. Ich habe beim Hinfahren den Eindruck gehabt, ich habe Gegenwind. Und jetzt auf dem Rückweg genau das gleiche wieder. Aber ja, ich glaube, da gehört zum Velofahren einfach dazu. Zeit für eine letzte kleine Pause. Voll cool, wie viele Velowagen das es hier hat. Man muss echt fast nie irgendwie auf der Straße fahren. Man hat wirklich meistens so separate Spuren. Und wenn nicht, dann sind es meistens Strassen, die extra für Velos sind. Das heisst, du eigentlich kein Auto fahren, außer Anwohner. Das heisst dann irgendwie immer anliegerfrei. Die dürfen dort durchfahren, aber eigentlich hat es dort jeweils nur Velofahren. Dort vorne steht der Cat Weasel. Mal schauen, ob sich jemand freut, dass ich wieder komme. Ja, freut sich denn da jemand? Freut sich da jemand? Ich glaube, da freut sich zwei. Freut sich. Ja, die Freude ist vor kurzem durch und schon tun wir uns wieder anderen Sachen widmen. Das Mal zieht der Mr. Cat Weasel los. Und zwar ins Wisent-Reservat. Ich bin hier im Wisent-Reservat vom Damerower Werder. Da hat es auf 3 Quadratkilometer werden Wisente gehalten. Und zwar etwa bis 30 Tiere. Und ich suche die immer noch. Ich habe mal vorher ein paar gesehen. Ansonsten ist das zwar eine Zünung, aber bis jetzt habe ich noch kein Tier halbwegs nach gesehen. Die verstecken sich wahrscheinlich von mir. Der Wisent ist der europäische Bison.
Er kann locker eine halbe Tonne werden. Und er hat hier in Damerower Werder auch Zugang zum Wasser. Aber auch dort habe ich ihn nie gefunden. Jetzt aber, da ist er. Ganz nahe und mächtig. Bettina macht den 6. Morgendienst. Gelusch. Muss schnell raus. Gassi. Nachher ist es auch noch regnen. Aber es war bald vorbei. Heute ist ein wunderschöner Tag, um ein bisschen mit dem SUP, dem Stand-Up-Paddle, unterwegs zu sein. Hier auf dem Jabelscher See. Dann im Wald sieht man so Kettwiesel. Noch 6 Tage am Jabelschen See gehen wir heute weiter. Unser Ziel ist Rostock, wo wir dann am nächsten Mittwoch auf die Fähre gehen. Weit sind wir noch nicht gekommen. Der Kettwiesel ist, glaube ich, etwas zu lang gestanden. Und macht ein bisschen komische Geräusche. Der Mr. Kettwiesel probiert das gerade zu fixen. Und der Gelusch sieht dann eine Kuh und die muss er anbellen. Die ist schon gross und gefährlich. Kuh! Test doch. Oh, und sie kann schauen. Kannst du schon richtig bellen? Das ist mega gefährlich, nicht? Gelusch ist schon recht viel ruhiger geworden. Mal völlig. Au! Er wird bissen. Ruhig, relax. Relax. Geh schlafen.
unterwegs in der Hansestadt Rostock. Wir sind jetzt hier noch 2 Tage und werden nachher im Hafen aufs Schiff kommen. Park in Rostock. Die Hundewiese, hundefreie Laufwiese. Passt ja auch super. Was essest du? Toten Frosch. Wir gehen über den Barfußweg. Jetzt kommen Kieselsteine. Grosse Steine. Ja, du hast überholt, hast du dich da gewöhnt. Pschießt! Da, wo der IGA Park ist, ist im 2003 die internationale Gartenbauausstellung gewesen. Was übrig geblieben ist, ist ein schöner Park, wo wir jetzt den ganzen Tag haben können verweilen. Inzwischen sind alle von der Catweasel Crew doch recht müde geworden und verdürlet sich jetzt da ein bisschen am Handy beim Schlafen. Das Futter hat mir negiert und ich bin am das machen, was ich mache. Mrs. Catweasel hat neue Hosen gekauft. Was? Hose schon vorzerstört? Fällt es nicht so auf, wenn das kleine Monster wieder einmal dranhängt? Weil, schau mal. So sieht es aus. Blaue Flecken, Kratzspuren irgendwo. Also hier noch nicht Sonnenbrand, kann man ignorieren. Hier beim Ferryterminal haben wir Nacht verbracht. Es war sicher nicht die ruhigste Nacht, die wir je verbracht haben, weil es sind Fähren angekommen und Fähren gegangen und entsprechend war auch die Geräuschkulisse von all diesen Lastwagen und Fahrzeugen.
Hafen von Bari in Italien hätten wir uns auch gewünscht, dass alles mit einer so deutschen Gründlichkeit organisiert gewesen wäre. Der Lusche hat sich entschieden, das alles zu ignorieren und zum Schlafen zu stellen. Wir sind noch im Hafen von Rostock. Das ist das Schwesterschiff hier oben. Wir sind in der Kabine. Es regnet draußen. Und mittlerweile ist der Gelusch am Fressen. Also, ja, so eine Art. Es ist mega spannend, das noch mitzuverfolgen, weil wir hier aus dem Hafen rausfahren von Rostock. Einmal zwei von uns finden es recht spannend. Jemand weniger.